Hallo, mein Name ist Norbert Kläuber. Ich möchte Ihnen hier ein geniales Tool vorstellen, XButler. Wenn Sie Xing wirklich professionell nutzen möchten, wenn Sie erkannt haben, dass Xing, das für mich das Business-Netzwerk Nummer 1 ist, und auch für Ihren unternehmerischen Erfolg nutzen möchten, dann haben Sie hier ein Werkzeug in der Hand, mit dem Sie sich persönlich auf das Wesentliche konzentrieren können, auf das Marketingmäßige nicht, welche Zielgruppe spreche ich an, wen spreche ich an, wie spreche ich sie an, oder was mache ich, wenn mich jemand als Kontakt bestätigt, oder was mache ich, wenn jemand Geburtstag hat. Einfach, dass Sie sich darauf konzentrieren können und nicht so sehr auf die einfachen, auf die Routinearbeiten oder auf die stupiden Arbeiten, eben wie Copy and Paste und so weiter. So, ich möchte Ihnen XButler mal ganz kurz vorführen. Ich logge mich ein, so wie ich mich in Xing einloggen werde. Und bin eingeloggt. Sie sehen hier, Xing geht dann auch sofort auf. Ich ziehe das ein bisschen größer, damit Sie das unten sehen. So, und eine meiner ersten Tätigkeiten, die ich jeden Tag in der Früh mache, ist eben Geburtstage anschreiben. Dann gehe ich auf Geburtstage suchen. Er sucht mir alle Geburtstage heraus, liest er mir aus. So, und dann gehe ich auf meine Textvorlagen, Geburtstage. Ich habe hier mehrere Versionen vorbereitet. Ich nehme die und hol mir den ersten Geburtstag laden. So, er bringt mir den Herrn Ettel. Er schreibt mir auch schön, Sie sehen auch der wievielte Geburtstag, ist der Text hier, gehe jetzt auf manuell Mail senden, hol mir den nächsten, den Herrn Rüschenschmidt, den schreibt er mir auch an. Ich gehe wieder auf Mail senden, schreibe den Text an, hol mir dann den nächsten. Ja. Und so geht das weiter. Sie sehen, das geht also einfach ganz schnell. Den Text habe ich einmal vorbereitet. Sie sehen, ich schreibe ihn auch in der Betreffzeile sehr freundlich an, kann den Text auch im Text wiederum, nehme ich den Namen hinein. Das habe ich alles hier mit Platzhalter. Sie sehen, wir haben hier Platzhalter, die Sie sich aussuchen können, die ich einfügen kann für die jeweiligen Momente. Ich gehe wieder, so, ich schaue weiter zum, oder gehe mal kurz auf Senden hier. Und die nächste Funktion, ich gehe von unten nach oben mal, löschen. Das ist auch eine wichtige Funktion. Sie haben die Möglichkeit, entweder, dass Sie nur gewisse unbestätigte löschen. Sie sagen, aha, ich lösche die letzten 5 oder die letzten 4. Ich zeige Ihnen das mal. Ich lösche hier die letzten 4 jetzt. Ich gehe hier auf unbestätigte löschen. Und er macht das schon. Er löscht jetzt die letzten 4. Klick, 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 klick. Und 4 sind schon gelöscht. Oder Sie sagen, alle löschen eben, weil Sie sagen, aha, eigentlich antworten die ja sowieso nicht mehr. Oder hier oben eine sehr interessante Funktion, dass Sie auch Leute, die Sie angeschrieben haben, die dann schon auf Ihrer Seite waren und Sie dennoch nicht bestätigt haben zu löschen. Das ist ein ganz ein heißer Tipp, denn die Masse der Leute, die Sie anschreiben, antworten ja innerhalb der nächsten 2 bis 3 Stunden. Und wenn der, den Sie angeschrieben haben, dann auf Ihrer Seite war und Sie nicht bestätigt hat, weil es eben seine Art ist, Nein zu sagen, anstatt wirklich die Anfrage zu löschen, dann können Sie ihn löschen, weil Sie damit wiederum diese Leute frei haben, innerhalb der 50, die Sie ankontakten dürfen, wiederum neue Kontakte anschreiben zu können. So. Eine weitere Funktion ist klar, das Wichtige ist das Ankontakten, eine ganz wichtige Hauptfunktion. Ich gehe jetzt mal hierher auf Suche gegen Xing und auf eine normale Suche, entweder über diesen Link oder ich gehe gleich da unten her und gehe auf erweiterte Suche und sage Person sucht Wissensmanagement, weil das auch ein Spezialthema von mir ist, sage aha, der soll sein Freiberufler, genau, und ich gehe auf Suche. So, jetzt liest er eben alle diese Anfragen aus. Ich gehe hier jetzt drauf, genau, Anfragen auslesen. Und so liest er eben alle diese Anfragen aus. So, dann ist er fertig mit dem Auslesen. Dann hole ich mir den Text her. Ich habe wieder auf den Text unter Ankontakt nehmen einen für Wissensmanagement, der sich eben vorbereitet. So, ich sage jetzt Anfrage laden und schon bringt er mir den ersten hierher. Das ist der Herr Erich Planer. Und schauen Sie, er schreibt den auch schon an. Aha, jetzt zeige ich eine nächste Komfortfunktion, weil ich ja, Sie sehen, ich kann ja nicht alles lesen, ich möchte nicht scrollen müssen. Auch dafür haben wir was eingebaut. Wir klicken hier drauf und mit einer bestimmten Taste hole ich mir den Text her. Ich gehe auch auf Logo entfernen, damit ich das schön unter seinem Foto habe. Ich kann auf einen Blick sehen, aha, was schreibe ich dem Herrn Planer. Und gehe jetzt auf Nachricht versenden, hole mir dann den nächsten, eine Dame. Kann ich wiederum schnell schauen, aha, was schreibe ich dir an, rede richtig, Text richtig und so weiter, gehe wieder auf Nachricht versenden,
mit Nachricht laden, kommt die nächste an. Sehen, so einfach geht das eben, dass ich die Leute anschreiben kann, prüf hier wiederum, ja, sogar jemand in Barcelona, Nachricht versenden, und so einfach geht das mit den Kontaktanfragen. Ja. Und eine weitere wichtige Funktion, ich möchte Ihnen hier jetzt nur die Highlights zeigen, ist auch das Antworten auf bestätigte Kontakte. Und das tun wir jetzt auch. Und wir holen uns jetzt, gehen hierher auf, gibt es ja welche, die Sie bestätigen ohne Nachricht und mit Nachricht. Beiden wollen wir antworten, wir lesen beide aus. Und ja, so, Xipata liest jetzt alle aus, die ihre Kontaktanfrage bestätigt haben. Ja, so. So, und jetzt holen wir uns den ersten her, Emina Matzak, eine Mitantwort, genau, dann setzen wir uns die Tags rein, die wir vergeben wollen, auch das macht Xipatler für Sie, ich gehe auf Antworten, hole mir die Antwort eben mit Nachricht und die steht dann schon da, die wird vorhin einmal festgelegt, so, ich gehe jetzt auf Mail laden, Frau Emina Matzak, schauen wir kurz, aber schreiben Sie für den Text, also genau, eine Standardantwort, dafür bekommen Sie auch eine von mir, eine Standard. Antwort, gehe auf Mail senden und schauen Sie jetzt selbst hier, er fügt auch automatisch meine Tags ein, die ich hier festgelegt habe, gehe auf Mail laden, um die nächste Kontaktbestätigung zu beantworten. Hier anklicken, genau. Die Frau Pino, so, was schreibt sie mir? Auch wiederum eher eine Standardantwort, so schauen ihm die Antworten aus, ich gehe daher auf Mail senden, auch hier. Sehen Sie, so einfach geht das Kontakten, auch die Tags werden vergeben und so einfach, ja. Sie wissen ja selbst, eines der Probleme beim Antworten ist ja das, dass Xing, dass Sie die nicht finden, die Sie quasi bestätigen und Ihnen keinen Text schreiben, bei denen wir uns ja auch bedanken wollen. Und das geht mit Xipatler ganz, ganz einfach. Sie brauchen keine Suchen haben, brauchen nicht parallel etwas in Outlook führen oder wie immer Sie das systematisiert haben. Ja, vielleicht auch eines noch für alle, die in Gruppen einladen, eine geniale Funktion, auch hier komfortabler. Sie wissen, Sie können einladen in Gruppen aus Ihren bestehenden Kontakten, oder aus den nicht bestehenden Kontakten, pardon, oder auch aus den eigenen Kontakten heraus und können auch sagen, in welche Gruppe Sie einladen möchten. Und da geht es eben darum, dass Sie nicht die vorgegebenen Texte haben, sondern dass Sie das ganz persönlich machen. Nicht? Wenn Sie professionell Ihr Netzwerk ausbauen möchten, dann ist sicher ein Punkt dabei, dass Sie über das 0815 hinausgehen. Ich meine, was das Texten betrifft, dass Sie auch die Betreffzeile selbst schreiben, dass Sie den Text eben persönlicher machen. Das hebt einfach das Niveau der Kommunikation und macht Ihren Erfolg auch wesentlich größer. Ja. Und so sehen einfach, dass Sie alle Funktionen, also alle Tätigkeiten, die Sie auf Xing ausüben müssen, sind mit Xipatler einfachst möglich. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren und brauchen nicht so sehr darauf, auf das Mechanische und auf das andere achten. Xipatler wirklich ein geniales Tool. Sie werden aus dem Staunen nicht herauskommen, glauben Sie mir.